Hallo, herzlich willkommen bei Spiel mit mir. Ich habe hier heute nochmal mein Magnete-Set, also der Experimentierkasten für erste Experimente mit Magneten. Den habe ich letztens vorgestellt und auch schon einen Versuch durchgeführt. Und heute gibt es einen weiteren Versuch. Dieser Versuch, der erscheint schon fast wie ein kleiner Zaubertrick. Ich habe dafür einmal den Karton vom Set und dieses Bild von der Straße, das war auch mit im Set. Außerdem diesen Ball oder diese Kugel und diesen Stift, der hat vorne einen Magneten dran. So, habt ihr gesehen, was passiert ist? Mit diesem Magneten kann ich die Kugel über das Blatt Papier lenken. Dabei ist diesem Magneten egal, ob das hier drunter ist, also ob ich das hier unten hermache oder ob ich direkt am Magneten bin oder an der Kugel. Ich kann das so machen oder eben von hier unten drunter. Und damit die Kugel lenken. Als kleiner Zaubertrick, da kann man einfach unauffällig dahinter diesen Magneten bewegen. Und schon sieht das Ganze aus, als könnte man die Kugel einfach so bewegen. Und die verhält sich jetzt gerade überhaupt gar nicht natürlich, wenn man nicht weiß, was dahinter steckt. Ich finde das sehr spannend. Man denkt nämlich erstmal, wie schaffe ich das, die Kugel hier so über die Straße zu bringen? Aber mit so einem Magneten dahinter geht das wirklich ganz einfach. Der Boden von der Schachtel, der ist ja aus Pappe und der stellt für diesen Magneten wirklich gar kein Hindernis dar. Bei anderen Materialien kann das natürlich anders sein. Das ist jetzt wirklich hier nur, weil der Boden aus Pappe ist. Das ist natürlich nicht nur bei Pappe, sondern auch bei ein paar anderen Materialien. Wenn ihr selber einen Magneten habt, könnt ihr das ja auch mal ausprobieren. Ich habe zum Beispiel jetzt hier einen Teller und der ist natürlich aus Porzellan. Und wenn ich da jetzt meinen Magneten hinter habe, kann ich den auch hier bewegen. Durch den Porzellanteller durch. Dann habe ich hier noch ein Stückchen Folie, beziehungsweise das ist so eine kleine Tüte. Und auch hier durch die Folie durch kann ich den Ball bewegen. Bei so einer Korbplatte, wie ihr jetzt seht, ist es aber schon wieder etwas schwieriger. Da ist der Magnet wirklich nicht mehr stark genug, um die Kugel wirklich ein bisschen. Aber hier passiert das wirklich viel schneller, dass die Kugel einfach wegrutscht. Das hängt also immer vom Material ab. Ihr könnt es einfach mal ausprobieren und mal testen. Ich habe jetzt hier ein paar verschiedene Materialien getestet. Am besten funktioniert es wirklich hier bei der Pappe, die ist schön dünn. Und da kann man die Kugel einfach so durchbewegen. Ich hoffe, euch hat der Versuch gefallen. Wenn ja, dann schreibt das doch in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt mal, ob ich noch mehr Versuche zeigen soll, ob ihr noch Wünsche habt, was ich damit machen soll, eben noch mehr Magnetversuche oder vielleicht mal wieder mit meinem anderen Naturexperimente-Set. Könnt ihr mir gerne alles in die Kommentare schreiben und sonst schaut auch unsere anderen Videos. Viele andere Spielzeugvideos haben wir und da ist eigentlich für jeden was mit dabei. Da könnt ihr einfach mal reinschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!